tolle Gegend. Hübsch. Ist es das? Erinnert an ein Farmhaus. Hallo. Hi. Hi. How are you? Hi. Good. Levi. Hi. Guys. So nice to meet you. Thank you. Cooles Haus. Thank you. Wir wohnen hier seit 10 Jahren. Gebaut wurde es 1964. Wir sind Levi und Jessica und haben 2 Söhne. Rivers ist 4 und Brooks ist 2. Mein Großvater hat hier in Arkansas einen Elektrobetrieb gegründet. Meine Mom ist in diesem Haus aufgewachsen und es liegt mir sehr am Herzen. Ich war als Kind oft hier und habe wunderschöne Erinnerungen an Weihnachten und an die Zeiten mit meiner Großmutter. Zoom, zoom. Wir schätzen uns glücklich, dass wir jetzt unsere Kinder an diesem liebgewonnenen Ort großziehen können. Ein Haus mit Geschichte. Die Gegend ist toll. Aber die Innenausstattung ist von vorgestern. Das Haus soll uns und unsere Kinder repräsentieren. Wir haben gern Gäste, aber die derzeitige Einteilung ist dafür nicht geeignet. Wir führen ein Restaurant in Rogers. Ich bin der Koch. Und die Küche hier ist nicht gerade inspirierend. Ich möchte nicht nur in der Arbeit Spaß am Kochen haben, sondern auch zu Hause. Ich kann es kaum erwarten, dass Dave und Jenny das Haus umkrempeln. Es braucht eine Verjüngungskur. Update. Was haben wir hier? Dieser Raum ist eine Challenge für euch. Eine Art Gemeinschaftsraum. Früher war es ein klassisches Wohnzimmer. Wir haben hier Tee getrunken. Hat eine gute Größe. Stimmt, aber kein Deckenlicht. Was schwebt euch vor? Macht damit, was ihr wollt. Ihr nutzt es auch als Musikzimmer. Wir wollen diese Leidenschaft an unsere Kinder weitergeben. Das lassen wir mit einfließen. Ich meine ja nur, es soll ein toller Ort für die ganze Familie werden. So viel Potenzial. Das wird toll. Mein Mund ist ganz trocken. Meine Hände schwitzen. Oh my gosh. Holy moly. Oh my god. Oh my gosh, it's beautiful. Say hi, guys. Look closer. Don't try too hard. Oh my gosh. Oh my goodness. Sind wir hier richtig? Oh my gosh, it's amazing. It's not even the same house. Völlig verändert. Ich bin hin und weg. Sieht toll aus. Die Farbe macht einen riesen Unterschied. Die traditionelle Farmhausoptik hat Platz gemacht für schicken Mid-Century-Modern-Look. Mein Ziel war ein Hauch von Palm Springs in Arkansas. Und ihr habt jetzt einen kleinen Vorplatz. Ein Versteck. Seht's euch an. Oh my gosh. This is awesome. A little bit of privacy. Blickgeschützt. So cool. Love the rocks. We like to call it adult. Das Erwachseneneck. Wie Phönix aus der Asche. Reborn. It's really amazing. I'm so glad. Das ist erst der Anfang. Ist toll geworden. Kann's kaum erwarten. Ich folge dir. Falls ich umkippe, fang mich auf. You catch me. You ready? I'm ready. Oh my goodness. Holy moly, look at the floors! Oh my gosh! Oh my gosh! What? Get out of here! Wo sind wir? Whose house? Ist das unser Haus? Ich kipp gleich um. Holy moly! This is amazing. Wo sind wir? Was ist das? Are you so excited to cook?
Er kocht wieder zu Hause. Oh, man, this is amazing. Holy moly. Wow. Auf so einem schicken neuen Herd habe ich noch nie gekocht. This is incredible. Wo war die Küche vorher? Hier reichte die Wand in den Raum rein. Habe ich verdrängt. Da waren die Oberschränke. Die Küche war hier. Auf dieses neue Layout wäre ich nie gekommen. Die Küche war euch so wichtig. Deshalb haben wir uns richtig ins Zeug gelegt. Sie ist unglaublich geworden. Die Schränke sind super schön. Und offene Regale. Es sollte modern sein und was von Profiküche haben. Also habe ich was zusammengeschweißt. Dazu gehärtetes Glas. Mit Armschmalz gemacht. Holz, Glas und Metall ziehen sich durchs ganze Haus bis nach draußen. Die Fliesen sind pflegeleicht. Der Fußlauf ist von eurem Restaurant inspiriert, dort an der Insel. Oh my gosh, from the restaurant! Oh my gosh! That is amazing. That is awesome. Wow. It's passt perfekt zur Küche. Isn't that awesome? Wonderful. Yes. Yeah, so cool. I love that. Can't believe I just. Ich fang gleich an zu heulen. So hard, but it's amazing. It is. Das Sahnehäubchen. What do you think of the wall? Und die Wand? Go check it out. In the living room yet. Das Schwarz ist super. Dort war das Wandregal. Jetzt ist alles im Gleichgewicht. Der Fokus liegt auf dem Kamin und dem Holzsims. Auch das haben wir nicht vergessen. What? What is that? Diese Tür war euch so wichtig. Die Batcave. Where did that come from? Ihr bleibt trocken und könnt die Einkäufe direkt reinschaffen. Aber eine normale Tür ging nicht, deshalb haben wir sie versteckt. Sie fällt einfach zu. Wie cool ist das? Klasse, wie ihr all unsere Wünsche umgesetzt habt. Ganz anders als erwartet, aber ich find's super. Es ist umwerfend geworden. Ich schwebe auf Wolke 7. Das Haus ist alles, was ich mir erträumt und gewünscht habe und sprengt alle Erwartungen. Dave und Jenny haben das hervorgehoben, was uns im Leben am wichtigsten ist. Sie haben unseren Wünschen eine Gestalt verliehen. Jetzt ist es wirklich ein Zuhause.